Oh. Hi. Und herzlich willkommen zurück in meiner Welt, in meinem Minecraft Survival Build. Willkommen hier in Kurta. Und willkommen zur 68. Folge von eben unserem Minecraft Survival Build, wie ich es schon gesagt habe. Hi, ne? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Bei mir ist alles gut. Und ja. Genau. Das letzte Mal haben wir nicht hier was gemacht. Wir haben hinten den Fluss ein bisschen weitergebaut gehabt, aber das letzte Stückchen, ich wollte es nicht extra deswegen da hinten stoppen, um das zu zeigen, und dann mache ich einen Cut und gehe hier hin. Wenn ihr es sehen wollt, guckt euch einfach die letzte Folge an, oder vielleicht habe ich es auch ein bisschen in die Cinematic Shots am Anfang reingepackt. Ich weiß ja immer noch, zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, was ich für Cinematic Shot am Anfang als Intro packe. Ja, gut. So, nun würde ich aber sagen, wir kümmern uns mal drum, dass wir ein bisschen was hier heute schaffen. Und zwar habe ich letzte Folge ja schon gesagt, vor, dass wir diese Folge hier hinten uns an diese Häuser setzen. Und ich habe ehrlich gesagt noch keinen richtigen Plan, wie ich die Häuser machen will. Das heißt, da ist noch ein bisschen Trial and Error dabei, die dann irgendwie so hinzukriegen, wie ich möchte. Ich bin auch noch sogar am Überlegen, ob ich nur ein Haus draus mache und das einfach ein bisschen größer dadurch mache. Ich weiß es noch nicht genau. Das werden wir dann sehen. Das werde ich ein bisschen rumexperimentieren. Die Sonne geht schon wieder unter. Ja, das werde ich dann noch sehen. Auf jeden Fall, darum werden wir uns heute kümmern und dann mal schauen, wie weit wir sonst noch kommen. Aber das ist erstmal das Ziel. Bevor wir uns aber dem zuwenden, ich habe nämlich, wo fange ich an? Ich fange hier an. Ich habe nämlich offscreen ein bisschen was gebaut. Was sich ein bisschen blöd aufzunehmen ließ in Sachen Timelapse. Deswegen würde ich es einfach so mal zeigen. Und ich würde nur mal ganz kurz dafür sorgen, dass Tag wird. Nur ganz kurz. Ganz kurz. Sofort fertig. Kleiner Moment. Bei einem Shader sieht es immer wesentlich früher so aus, als könnte man schon schlafen gehen. Da ist es immer schon gefühlt dunkel, wenn man erst schlafen gehen kann. Im Vanilla Minecraft ist es noch heller. Ah, okay. Ha, gut. Okay. So. Hätten wir es auch geklärt. Und zwar habe ich nämlich hier drin einen Haufen Schalkerboxen. Weil ich nämlich, das ist das Letzte, was ich gebaut habe. Ich habe nämlich den Innenhof von hier unserer kleinen Dorfwache im Endeffekt gemacht. Hier ist noch nicht ganz fertig. Hier bin ich noch am Überlegen, ob ich hier eine Treppe haben möchte oder nicht. Oder ein kleines Lager. Ich weiß es noch nicht genau, deswegen ist das hier noch offen. Aber ich habe den Platz schon mal so weit gemacht, dass wir hier das haben. Ist auch alles wieder super ausgelichtet. Mit der Lampe da und der Lampe hier ist der ganze Platz ausgeleuchtet. Das ist wunderbar. Ja, so ein bisschen Grünzeug noch. Hier oben fehlt noch ein bisschen Gestaltung. Das mache ich dann aber mit der Etage. Und dann habe ich hier noch aus Schwarzeichenholz diesmal einen Baum gebaut. Einen kleinen Baum, der hier so ein bisschen sich dazwischen rumschlungelt. Und habe einfach mal mit Wolle und diesem Target-Block dafür gesorgt, dass ich, nicht Wolle. Wolle ist hier oben drauf, ja, aber das hier unten ist Heuballen. Einfach so praktisch so einen kleinen Schießplatz. Ich weiß, es ist keine weite Strecke, die sie ja haben, um zu trainieren. Aber ich konnte es auch nicht groß weit nach hinten schieben. Ich hätte es wahrscheinlich noch einen Block schieben können. Vielleicht mache ich das auch noch. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, man hat theoretisch jetzt hier die Möglichkeit, jetzt kann ich jetzt schießen. Ich kann ja mal, Endeffekt, es ist ja, ne, dass man praktisch hier hingeht und dann, pow, und dann bleibt die Tür offen und man muss sie wieder zumachen. Und ich habe Feuerfall. Ah, weil es kein Unbreaking, Infinity ist, deshalb kann es wieder einsammeln. Ich habe mich gerade gewundert. Ja, das ist das Blöde, aber ich muss hier irgendwas dagegen machen, weil so sieht es blöd aus. Und ich wollte keinen Wollblock hinmachen, Heublock hinmachen, weil das einfach zu groß geworden wäre. Aber so ein bisschen für simples Target Practice geht das doch. Gut, so viel dazu. Das habe ich hier gebaut. Wie gesagt, diesen Baum. Wir gucken nochmal von außen kurz. Ich gehe da mal hier durch. Ist leichter, als durch die Trapdoors zu gehen. Das ist im Endeffekt von hier der Baum. Ragt so ein bisschen durch. Ist relativ groß für den Platz hier. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier unten... Ich muss ein bisschen F1 anlassen, weil oben das Recording sieht man immer.
Und das möchte ich gerne. Also ich weiß, man kann es ausblenden, aber ich brauche es als visuellen Indikator dafür, dass ich weiß, okay, ich nehme da gerade mit Replay-Mod auf. Verdammt, ich komme irgendwie nicht. Okay, mache ich so. Das Problem ist nämlich hier, ist mir das vielleicht ein bisschen zu knapp, dass das hier direkt drüber ist, diese Kante. Dadurch wirkt nämlich der Baum, wenn man von hier guckt, wie so ein Zweiblock-Baum. Was er eigentlich nicht ist, so ein Zweiblock-breiter Baum. Da muss ich nochmal irgendwie mir was überlegen. Okay, aber ich schweife ab. Ich habe noch eine andere Sache gemacht, dann kommen wir gleich auch zum Bauen endlich mal. Und zwar habe ich nämlich hier hinten, da wo ich vorhin auch rauskam, da hätten wir eigentlich zuerst hingehen können. Und zwar hier. Hier haben wir diese kleine Gasse zwischen diesen beiden Häusern. Und ich habe mich jetzt mal hingesetzt und habe das beendet, sodass man es hier so ein bisschen durchläuft. Hier ist ein bisschen grün, es ist sehr, sehr eng. Man geht hier um die Ecke, muss dann nochmal um die Ecke und danach kommt man hier hinten hin. Zu einem kleinen Platz. Hier steht auch nochmal ein Baum, der im Endeffekt das ganze Ding dunkel macht, sodass man auch von der Mauer nicht unbedingt so gut hier runter gucken kann. Dass es hier wirklich so ein kleiner, dunkler Hinterhof ist, wo ein bisschen dubiose Sachen vielleicht gehandelt werden. Und man hat hier auch nochmal eine Trapdoor im Boden, über die man dann theoretisch nochmal nach unten kann. Aber das ist noch nicht fertig, deswegen zeige ich es noch nicht. Genau. Ja, ansonsten ist es einfach nur ein bisschen Grünzeug, auch wieder so ausgeleuchtet, dass es gerade so reicht und nicht irgendwie überbelichtet ist, sondern Minimalbeleuchtung, damit keine Mobs spawnen. Genau, und das ist praktisch hier hinten, dieser Bereich. Ist auch sehr, sehr schön geworden. Ich finde ihn sehr, sehr gemütlich. Und ja, ich konnte sogar so eine kleine Untergrundluke, weil ich habe ja gesagt gehabt, ich wollte gern irgendwas Dubioses hier hinten hinmachen, deswegen habe ich den Platz hier hinten so gelassen mit diesem Durchgang. Ja, ich wollte zuerst einfach nur was machen, was unterm Baum ist, so ein bisschen dunkler, ein bisschen einfach nur schattiger. Und dann habe ich mir aber gesagt, ne, ich glaube, es wäre besser, wenn es so ein bisschen getarnt ist, als vielleicht eine Art Gully oder sowas, so ein kleiner Untergrund kanalisationsmäßig. Und wir werden mal schauen, was wir dahin machen. Genau, so viel jetzt erstmal hier dazu. Jetzt habe ich erfolgreich 8 Minuten gequatscht, sehe ich gerade fast. Deswegen würde ich mal sagen, wir kümmern uns gleich darum, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen was bauen. Und ich würde sagen, wir, ja, habe ich ja schon gesagt, wir fangen mit den Häusern an. Und ich überlege mir einfach mal was, ich baue einfach mal drauf los und ihr seht es ja jetzt eh im Timelapse. Und damit ich es nicht so lange rausstrecke, let's go. So, hi, diesmal ohne Shader. Ich bin ein bisschen noch am überlegen, wie ich das mit Shader machen will. Wann ich Shader nutzen will, wann nicht, wie und was. Ich muss mal irgendeine Balance finden, ich weiß nicht. Weil, dann mal die Frage, was sagt ihr? Immer die, also, Entschuldigung, ich weiß, ich habe jetzt noch nicht viel gemacht, aber einfach, weil mir gerade der Gedanke in den Kopf kommt. Ich habe bisher immer so gemacht, die Timelapses sind ohne Shader, weil man es einfach besser sehen kann. Und die Zwischensequenzen hatte ich immer mit Shader gemacht, wo ich normal aufgenommen bin, durchgesprochen und ein bisschen rumgelaufen. Ich bin noch am Überlegen, wie ich vielleicht eine bessere Balance finde, dass wir praktisch auch mal ein bisschen ohne Shader rumlaufen zwischenzeitlich. Aber ja, da brauche ich vielleicht mal ein bisschen euren Input, was ihr besser findet. Nun gut, wir haben auf jeden Fall 2 große Häuser gebaut, die mich 3 Stunden gekostet haben. Okay,
Gut. Wir haben zwei Häuser gebaut. Ich habe allein schon, das ist ja noch gar nicht in der Sache ja drin. Ich habe vorher noch, glaube ich, eine halbe Stunde geplant, hin und her, her und hin, wie ich die Häuser am Ende bauen will, und habe es am Ende trotzdem ganz anders gebaut. Ja, das Problem war nämlich folgendes. Die Mauer hier, die macht hier eine richtig doofe Kurve. Ich kann das mal von oben zeigen. Was es extrem schwer macht, da irgendwie richtig das Haus aufzubauen. Hier beispielsweise geht es noch. Hier gehen die Stairs gehen praktisch auf die Höhe von der Laufebene. Das heißt, diese Ebene hier ist kein Problem. So, dann hat wieder das Telefon geklingelt. Wird irgendwie gefühlt in jeder Folge. Mittlerweile ist das irgendwie drin. Nun gut, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau. Ich wollte erzählen, warum das hier doof ist. Hier haben wir im Endeffekt so eine Stair, die hier hochgeht. Und hier habe ich direkt das Dach dran. Das ist beispielsweise schon mal relativ doof. Denn das verhindert so ein bisschen, dass ich einen schöneren Übergang machen kann. Weil normalerweise mache ich es ja immer so, dass ich hier nochmal so ein Holz irgendwie davor habe als Mauerbegrenzung. Kann ich jetzt hier schlecht machen. Außer ich würde es durch das durchziehen und hier oben noch ein Stück rausgucken lassen. Ich kann ja nicht mal eine Trapdoor hier davor machen, weil die würde so halb in der Luft schweben. Das ist auch nicht schön. So, das heißt, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Genauso theoretisch hier daneben. Hier daneben ist es leichter, weil hier habe ich noch unten einen halben Block frei. Hier kann ich einfach einen normalen Holzstamm packen. Und es sieht trotzdem noch halbwegs okay aus, wenn ich hier daneben gleich weitermache. Aber das hier ist schon immer ein bisschen schwieriger, sowas, das irgendwie schön hinzukriegen. Hier habe ich es leichter, ne? Weil hier Bodenplatte. Das heißt, die kann ich einfach ersetzen, mache hier eine Mauer rein, bin fertig. Hier auf der Seite ist wieder genau das gleiche Problem wie auf der anderen Seite. Warum ich wahrscheinlich das Ding anders machen werde und hier die Trapdoor lasse. Und dann nochmal wahrscheinlich hier dann außen davor. Ah, ist auch doof. Vielleicht mache ich hier auch im Endeffekt Mauerwerk, dass ich hier nochmal einen Stamm hoch. Muss ich alles schauen. Ja, nur dass wir hier irgendwie diese Breite behalten, das ist so ein bisschen das einzig Komplizierte. Irgendwie habe ich mich bei diesen Häusern extrem schwer getan, weil die Ecke so rund ist. Die anderen Ecken sind zwar auch rund, aber irgendwie hatten die eine wesentlich bessere Rundung, um hier so Häuser reinzubauen. Ich weiß auch nicht warum. Na gut, die gingen auch hier wesentlich höher. Ah, die gingen höher, deshalb. Ja, die gingen höher, aber hier konnte ich es nicht höher machen, weil das Haus schon relativ hoch ist. Es ist schon eins der höchsten Häuser hier mit aktuell. Es ist so hoch wie das Haus. Oder das Haus, ja, das Haus hier. Ja, ich wollte es nicht noch höher machen. Und ja, deswegen. Nun gut. Egal. Jedenfalls, Mauer ist ein bisschen doof. Aber hier kann ich dann nochmal weitermachen. Genau das gleiche Problem haben wir dann hier. Wobei hier habe ich mir gesagt, es geht. Hier ziehe ich innen drinne das Holz dann lang. Hier lasse ich einen überstehen. Das ist okay, wenn mal ein Stück Dach übersteht. Ist okay, macht jetzt nicht groß was aus. Und hier dahinter fange ich dann nochmal an mit der Mauer. So, dass es wirklich so ein bisschen einfach nur reinragt. Wie so ein Dach, was so ein bisschen drüber gebaut war, ohne nachzudenken. Aber ich will das halt nicht überall haben, weil das ist nämlich doof. Sieht auf Dauer und in Gesamtheit nämlich bescheuert aus, weil dann überall das Holz durchkommt. Zumal Bodentextur und Dachtextur die gleiche ist, muss ich mich eben ein bisschen anstrengen, dass ich nicht hier solche doofen Übergänge en masse habe. Weil das sieht echt doof aus dann. Deswegen habe ich gerne irgendwas wenigstens dazwischen, um dann oben eine Slab zu machen, einfach nur um diese Abgrenzung besser darzustellen visuell. Ja, genau. Ansonsten gibt es sonst irgendwas. Hier habe ich es durchgezogen, das ist jetzt nicht so wild. Das fand ich, habe ich hier auf der Seite habe ich es drüber gezogen, hier habe ich es drunter gezogen, ist vollkommen in Ordnung. Ja, das war im Endeffekt so ein bisschen das Problem mit diesen Häusern, weil es alles schräg und in einem doofen Winkel und irgendwie nicht toll. Ja, so, dann habe ich hier gesagt, ich baue das Haus schräg, diesmal in einem anderen Winkel, den ich bisher noch nicht hatte. Und zwar habe ich normalerweise immer zwei Blöcke, einen nach vorne, zwei Blöcke, einen nach vorne, zwei Blöcke, einen nach vorne. Hier habe ich es immer so gemacht, es sind immer drei Blöcke. Drei Blöcke, drei Blöcke. Indirekt drei Blöcke. Macht es ein wenig interessanter und dadurch habe ich auch den richtigen Winkel, um hier, wenn man hier durchkommt, dass man praktisch nach hier hinten fahren kann. Das sollte ganz schick aussehen. Und ich finde jetzt schon relativ cool. Ich sehe gerade, ich könnte. Moment, ich gehe mal kurz in meine Kammer hier. Weil ich es gerade sehe und sonst vergesse, ich könnte hier mal so Button hinmachen. Einfach um das so ein bisschen aufzubrechen nochmal texturell. Das ist doof. Weil ich auf der anderen Seite nicht habe. Müsste ich ein Fenster reinsetzen. Ah, nee. Gut, egal. Ich schweife ab. Jedenfalls,
Hier fehlen natürlich noch überall Fenster und all sowas, aber wir haben jetzt schon mal hier einen schönen Durchgang. Wir haben hier eine schöne Hauswand. Es ist auch Holz drin, aber... Ja, und wir haben die volle Breite der Straße, die sogar hier hinten nicht mal so breit ist am Ende. Hier ist die Straße nicht so breit, wie ich sie jetzt da vorne gebaut habe. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich hier nochmal vielleicht einen Block zurücksetze, hier vorne das Stück. Und das wirklich so mache, dass wir hier oben nur... Wir haben jetzt eh schon nur drei... Mal schauen. Dass ich irgendwie vielleicht den auf jeden Fall nochmal einen zurücksetze und dass wir irgendwie die Straße noch ein Stück breiter bekommen in den ganzen Ding. Dass wir wenigstens irgendwie auf eine 5er Breite kommen. Ich habe hier versucht, extra einen 6er hinzukriegen. Ist nur eine 5er geworden. Aber der Rest ist alles 6er. Das ist die schmalste Stelle sind 5. Genau. Dadurch sollte auf jeden Fall alles von Wagen irgendwie durchpassen, was durchpasst. Gut. Ansonsten, genau, also das Haus habe ich halt schräg gebaut, das Haus hier habe ich mal nochmal gerade gebaut. Lockert das Ganze so ein bisschen auf, dieses schräge Haus, dass wir nicht nur gerade Häuser haben, das sorgt ein bisschen dafür. Und es, wie gesagt, es geht auch besser an der Straße lang. Es ist nicht einfach nur ein gerader Klotz mit dann einer Ecke drinne, wie wir es immer haben, dass wir irgendwelche geraden, eckigen Kanten haben, wie beispielsweise hier. Hier ist ja so eine eckige Kante, wo ich dann halt hinten am Ende einfach nur einen Haufen Grünzeug immer habe, um diese Ecke zu füllen. Und das hier finde ich ja beim Platz cool. Der Platz ist gefühlt rund. Also die Häuser sind so platziert, dass es rund ist bis auf die Ecke, sodass halt wirklich alles hier schön ineinander übergeht. Und hier finde ich es jetzt schön, ich habe an der Seite hier die geraden Häuser, die aber super an die Straße passen. Und dann hier hinten haben wir diese kleine Ecke, die aber nicht mal eine richtige Ecke ist, weil hier ist eine Einfahrt. Das heißt, wir haben hier auch vollkommen das Ding optimal gelöst, finde ich. Und ja, es sieht nicht zu kantig und gerade aus. Es sieht aus, als müsste es so sein. Gut, ja, ansonsten kann man dann nach hier hinten. Hier ist dann, wie gesagt, nochmal ein Haus. Und hier hinten haben wir ein bisschen größeren Platz. Hier habe ich nochmal eine zweite Eingangstür gemacht, sodass man theoretisch hier einmal durch das Haus durchgehen kann. Hier hinten bauen wir noch die Mauer hin. Und danach hatte ich überlegt, dass wir hier hinten, auch wenn es nicht unbedingt viel Platz ist... dass wir hier ein kleines bisschen irgendwie in Richtung Steinmetz gehen. Ich weiß noch nicht genau wie und ob und wann. Idee war auch, ob ich vielleicht hier unten nochmal eine kleine... Ups, da hat es kurz geleckt. Eine kleine Mauer einziehe, hier aufklopfe, sodass wir hier ein kleines 3x3 oder eine 3x4 Gebiet noch haben. Als kleinen Unterstand noch ein bisschen mit. Und dass ich das praktisch dann hier auf der Seite noch weiterziehe, dass wir hier die Mauer bauen entsprechend und dann von der Seite ranziehen, einfach hier eine Verlängerung machen. Keine Dachverlängerung, einfach nur eine gerade Verlängerung. Obendrauf ein Schrägdach, was nach hier vorne einfach weggeht, neben der Mauer. Und dann haben wir darunter nochmal eine Ablagefläche und dann können wir hier die Zwischenmauer auch rausklopfen, können die Mauer nach hier vorne setzen und dann haben wir innen drin einen wesentlich größeren Raum als Ablagefläche. Ich glaube, das ist gar nicht so doof, wenn wir das machen. Dass wir das halt so groß wie möglich machen und dann hier noch ein bisschen den Platz so gut es geht ausnutzen. Hier kommt ja nochmal, was muss ich rechnen, 1, 2, ja, bis hierhin geht ungefähr die Mauer. Also hier so geht die Mauer schon sogar lang. Hier ist nicht unbedingt viel Platz. Mal schauen. Ich hatte zuerst Steinmetz, aber im Endeffekt ist es eigentlich so schmal. Ich habe zu wenig Platz für den Steinmetz. Ich weiß nur nicht, wo ich ihn anders hinpacken soll. Weil vom Platz her, zuerst war ja mein Gedanke, dass wir den Steinmetz hier hinten hinbauen. Also hier rein. Aber dann ist mir aufgefallen, wir haben hier keine breite Straße. Das heißt, der einzige Weg hier rein ist vielleicht mit der Schubkarre oder sowas, um dann hier hinten auf diesen Platz zu kommen. Und nein. Nein. Das macht keiner. Auf der anderen Seite. Eigentlich brauchen sie ja gar nicht so viele Steine zu fertigen oder sowas, sondern die Häuser stehen. Es geht hauptsächlich darum, nur mal ein paar kleine Ausbesserungsarbeiten oder sowas vielleicht zu machen. Ja, dann könnte es vielleicht reichen. Na, wir werden mal schauen. Auf jeden Fall hier hinten irgend sowas hin. Mal gucken. Ja, wie gesagt, Mauer muss ich noch machen entsprechend, dass wir das fertig haben. Der Vorteil ist natürlich, Mauer ist hohl. Das heißt, ich kann hier das Ding gerade hinterziehen, auch wenn es mit der Mauer nicht ganz stimmt. Von außen und von innen sieht es dann halt ein bisschen anders aus, kann aber auch im Endeffekt, man kann es mit Perspektive verkaufen oder was weiß ich nicht und dann passt das schon. Genau. Gut. Sonst noch irgendwas zu diesen Häusern zu sagen? Eigentlich nicht. Nur, dass sie mich extrem genervt haben zu bauen und ich hier noch unsicher bin, hier habe ich so einen Querbalken reingezogen auf der Höhe. Der passt aber eigentlich nicht.
Eigentlich muss nämlich das hier noch einen Block höher, wenn ich ehrlich bin, weil hier haben wir diese Stämme, das heißt, hier ist Laufebene. Das heißt, das Glas ist eigentlich einen Block zu tief. Das heißt, ich müsste eigentlich das Glas noch einen Block höher nehmen und, weil ist ja noch nicht genug, theoretisch dann auch das Holz einen Block höher nehmen, was ich nicht unbedingt will. Habe ich die Seite höher genommen? Das muss ich gerade mal, mal kurz gucken. Die Seite habe ich höher genommen da drüben. Ja, dann muss es definitiv einen hoch oder ich lasse es komplett weg. Das muss ich mir noch überlegen. Das mache ich dann anhand des Dachs irgendwie fest. Ah ja, das muss ich nochmal irgendwie nach oben setzen. Ein Block, sonst sieht es ein bisschen innen drin komisch aus am Ende. Nun gut, so. Ich bin jetzt am Überlegen, was wir jetzt noch machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt nicht mehr zu viel. Weil, ja, wie gesagt, es kostet alles einen Haufen Zeit. Und deswegen würde ich sagen, ich kümmere mich drum. Moment, nein, kann ich gar nicht, oder? Ich glaube, ich hatte doch das Problem. Jetzt muss ich gerade überlegen. Dark Oak habe ich noch. Ja. Ich habe weder Spruce Wood noch Oak Wood. Das heißt, ich muss erstmal Holz farmen. Ansonsten, ach, wisst ihr was, dann bauen wir was anderes. Dann würde ich sagen, wir bauen... Nee, ich sammle Holz, wir bauen die Mauer. Hab mich umentschieden. Wir bauen erst die Mauer, damit wir hinten die Abgrenzung haben. Wir bauen die Mauer. Und dann ist es nämlich fürs nächste Mal nur noch die komplette Gestaltung hier innen drinne vom Hof, vom Platz, vom Weg, von der Mauer hier. Und dass wir das dann nächste Folge fertig machen. Ja, genau. Dann würde ich nämlich lieber jetzt noch sagen, ich farme jetzt noch ein bisschen Holz, dass wir hier die Mauer so weit fertig kriegen, dass ich bis hierhin durchziehen kann. Dass wirklich nur das einzige Stück, was frei ist, hier oben von der Magiergilde ist. Und sind wir damit fertig. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Das heißt, ich farme kurz Holz, baue ein bisschen Mauer und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann ziehe ich hier das Stück noch durch. Dann sind wir mit der Mauer fertig, erstmal soweit. Es nimmt langsam Form an. Und ich freue mich echt riesig, wenn diese Mauer hier fertig ist. Sie muss noch einen Block ja höher. Aber wir haben dann wirklich... Ich freue mich so sehr drauf, wenn wir hier langlaufen. Es fehlt noch ein Haufen Grünzeug. Im Moment ist es sehr viel braun. Ich muss es mit Grün unbedingt nur auflockern. Aber das kommt dann, wenn ich hier die Straße entsprechend habe. Ja, nun gut. So, dann würde ich sagen, ich farme schnell ein bisschen Holz und wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? Gut, bis gleich. So, da ist er wieder. Ja, ich habe Shader an, zum einen. Und ich habe jetzt erstmal die Mauer bis hierhin durchgezogen. Das heißt, wir haben hier mit so ein bisschen Stein noch. Wir haben hier hinten dieses Gebiet jetzt auch fertig, sodass es hier drin aussieht. Ich habe hier auch gleich rübergezogen. Habe ein Tor hier reingemacht, was ich dann wahrscheinlich später mal noch aufmachen werde, dass es nicht ein zues Tor ist. Und dann haben wir innen drin relativ viel Platz sogar. Wir haben genug Platz, um hier ordentlich was reinzutun. Das ist schon mal gut. Ich bin ein bisschen dadurch in die Mauer reingekommen. Also das hier ist alles schon eigentlich in der Mauer drin. Aber sieht man von außen nicht. Von außen geht es. Von der Breite her denkt man halt von vorne, okay, ja, es wird hinten ein bisschen schmaler. Wird es halt hier drinnen nicht, aber ist ja egal. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Platz. Genau. Das habe ich gemacht. Ich habe die Tür hier auch versetzt, von hier nach hier, weil ich mir gesagt habe, hier hinten können wir dadurch so ein bisschen mehr, zum einen kriege ich ein bisschen besser Grünzeug ran, um hier hinten das so ein bisschen aufzulockern, dass nicht alles so braun ist. Und zum anderen habe ich halt den Riesenvorteil, ich kann hier hinten auch noch ein bisschen Zeug hinstellen, wie Kisten, wie Steine oder was weiß ich nicht, kann ich alles hier hinten packen und muss mir keine Gedanken machen, dass irgendwie ich hier hinten die Tür versperre. So, die Tür ist jetzt hier, gegenüber von dem Eingang. Wunderbar. Ja, so viel dazu. Und dann haben wir hier die andere Tür. Das heißt, hier die Türen sind nah beieinander. Das ist auch gar nicht so schlecht. Gut. So viel dazu. Achso, ich kann nochmal kurz die Mauer von oben zeigen. Wir gehen nochmal ganz kurz nach oben. Zack, zack, zack. So.
Und im Endeffekt habe ich nämlich hier überall, hier habe ich so ein bisschen das Zeug reingefüllt, dass wir hier, ja, wie heißt's, nicht so eine tiefe Kante haben, dass sich irgendwie das Wasser ansammelt, sondern dass theoretisch das Wasser hier auf die Mauer halt erstmal fließt. Aber Hauptsache erstmal runter. Genauso hier. Und hier habe ich ja die Schräge, die praktisch hier einmal schön runter geht. Und dadurch haben wir das auch schön zusammengebaut. Und ich finde, ich finde, es macht sich ganz gut. Hier bin ich mir noch unsicher, ob mir das so gefällt. Ich bin am Überlegen, ob ich hier ein bisschen diese Mauer, die ich hier habe, nicht Mauer, die Wand, hier an den Stellen ein bisschen nach innen setze, nochmal einen Block. Ist von der Innenfläche her minimal, was ich dadurch verliere. Aber ich kann hier die Mauer schöner machen. Da haben wir hier diesen einen Block, der halt ein bisschen komisch aussieht, ist aber okay. Und die restlichen Blöcke setze ich ein nach hinten, dann endet die Mauer hier nicht direkt unter dem Haus, sondern wir haben noch ein bisschen Platz. Mal schauen. Das ist noch so eine Sache, die ich noch überlege, aber da bin ich mir noch unsicher. Ob oder ob nicht. Genau. Gut. So viel da dazu. Ich war auch fleißig Holz sammeln. Also wir haben jetzt wieder die Kiste voll mit Holz. Das ist schon mal ganz gut. Trotz, dass ich da jetzt noch die Mauer und alles gebaut habe. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau. Also ich bin erstmal relativ zufrieden hiermit. Wir müssen natürlich noch ein bisschen was dann gestaltungsmäßig machen für Boden mit Grünzeug und so weiter. Aber ich denke, das machen wir dann nächste Folge. Dass wir dann nächste Folge die Mauer zum einen hier fertig bauen. Den Weg fertig bauen. Die Straßenseitengestaltung im Endeffekt noch mit übernehmen. Auch hier hinten den Bereich. Dass wir wirklich alles, wo wir hier langlaufen können, dass wir das dann fertig haben. Das heißt, alles, was halt oberhalb dieser Mauer ist, wo wir wahrscheinlich nicht so einfach hochgucken werden. Das werden wir immer noch sehen, das Blau. Aber an und für sich wird es wesentlich schwerer, hier hochzugucken. Aber ja, alles, was wir dann hier langlaufen, ist fertig am Ende. Ich freue mich drauf. Ich hatte übrigens noch überlegt, wird plötzlich wahrscheinlich ein bisschen eng. Aber vielleicht machen wir es trotzdem. Ich hatte überlegt, ob ich hier... Ich hole mal kurz Holz. Moment, ich zeige euch das mal kurz. Mein Plan war nämlich, ob ich Folgendes machen will. Da. Dass wir hier einen Baum bauen, der so ein bisschen hier auf die Straße ragt. Also praktisch, als wäre der so ein bisschen durch die Mauer durch. So, dass der irgendwie so vielleicht geht. Ich muss das mal irgendwie hinbekommen, dass es auch nicht ganz so doof aussieht. Dass wir irgendwie sowas machen. Dass der Baum hier wirklich so aussieht, als würde der hier so ein bisschen runterkommen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Vielleicht sollte ich dann hier aber eher das so machen, dass der hier so irgendwie... Ne, dass wir hier praktisch dann in die Stelle so ein bisschen einen Baum setzen, der so ein bisschen über die Mauer drüber geht, oder durch die Mauer durchgebrochen ist schon. Und hier nochmal steht so ein bisschen als... Ja. Nochmal als Decke, um das hier nochmal ein bisschen dunkler zu machen. Weil ich mag es, wenn es so ein bisschen wie hier ist, so schön überdacht mit Blättern. So dass man wirklich... Hier ist es ja ein bisschen offener, aber der Bereich hier vor allem... Ich finde sowas toll. Und ob wir sowas im Endeffekt dann hier machen wollen. Das heißt, dass wir hier nochmal einen halbwegs großen Baum bauen. Kein Riesenbaum. Und ja, das dann entsprechend nutzen. Macht natürlich hin, das ist ein bisschen schmaler, aber drei Blöcke sind immer noch okay. Drei Blöcke habe ich hier nämlich auch überall. Und für einen etwas größeren Kern ist es immer noch in Ordnung. Es ist nicht für einen, für einen großen Kern, aber es ist auch nicht nur für eine Schubkarre. Also im Endeffekt was sowas wie so ein Kern hier kommt dann ohne weiteres durch. Theoretisch sogar zwei Blöcke breit. Also können sogar zwei Blöcke breit sein und immer noch durchpassen, wenn wir ehrlich sind. Ein bisschen eng, vor allem hier um die Kurve zu kommen, aber theoretisch möglich. Ja. So wie dazu. Ich würde dann nämlich jetzt sagen, ich beende die Folge, weil ich glaube nämlich, wir sind wahrscheinlich schon jetzt irgendwie sogar im 30-Minuten-Bereich. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Ich muss das jetzt erstmal zusammenschneiden, was ich jetzt bisher alles aufgenommen habe. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Nun gut, das Fenster habe ich noch nicht hochgeschoben. Das mache ich bis zum nächsten Mal, denke ich. Und ja, dann müssen wir mal gucken, was wir das nächste Mal machen. Ob wir hier Baum bauen, Mauer bauen, Weg bauen. Also Mauer auf jeden Fall und Weg auf jeden Fall. Baum, wie gesagt, bin ich mir noch unsicher, ob ich hier den Baum haben möchte.
Ansonsten machen wir es alles noch grün, damit es nicht so braun in braun aussieht. Ach, das wird schon ganz schick. Ich liebe es. Es macht so Spaß, das alles zusammenzubringen. Und dann sieht das da hinten nämlich so richtig schön fertig aus wie das hier. Wir wirklich hier Gassen haben, wo wir langlaufen können. Und egal, wo wir langlaufen, es ist fertig. Ist das nicht toll? Ich liebe es. Nun gut. So. Ich würde dann aber jetzt auch sagen, ich beende die Folge für heute. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und all das gute Zeug, ne? Nicht zum Negativen. Denn ja, das Leben ist zu kurz, um sich mit negativen Sachen aufzuhalten, denke ich. Aber ja, gut. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, jetzt wirklich, also ich hab's schon gesagt, aber wirklich, tschüss, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, bleibt vor allem gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, genau. Viel Spaß beim Bauen und keine Ahnung. Gut, ich strecke die Folge immer länger, deswegen sage ich jetzt einfach mal ciao.